Wir sind hier, um zu zeigen, dass unser Vaterland lebt. Wir sind hier, um zu zeigen, dass es viele von uns gibt. Wir sind hier, um zu zeigen, dass wir vielleicht nicht, vielleicht aber auch doch, die schweigende Mehrheit sind. Und wir sind hier, um dieser schweigenden Mehrheit eine Stimme zu verleihen. Und wenn wir dieses Fest feiern, und es wird ein Fest sein, es wird ein Freudenfest sein, Sorgen haben wir in den nächsten Wochen wieder genug. Heute feiern wir, heute ist ein Fest, das Wetter spielt mit, von daher lassen Sie uns froh sein, lassen Sie uns feiern, dass es dieses Vaterland noch gibt und lassen Sie uns zeigen, dass wir für dieses Vaterland einstehen. Und bevor wir losgehen, möchte ich Ihnen, weil in der Presse gelegentlich die Sorgen aufkamen, dass man dieses Fest vielleicht uminterpretieren möge oder wolle. Meine Damen und Herren, liebe Patrioten, wir sind das Hambacher Fest, wir sind am Original. Und dazu werde ich auf dem Schlossberg auch einige Stellen aus der Rede von Dr. Siebenpfeifer, dem Hauptinitiator, verlesen. Und hier an dieser Stelle möchte ich nur ein Liedchen zum Besten geben, nämlich das Lied, das Dr. Siebenpfeifer schrieb, bevor es hinaufging zum Schloss. Und einige werden es kennen, aber nicht alle. Und dieses Lied möchte ich Ihnen gerne vorspielen. Und es geht nach der Melodie von Schillers Reiterlied. Hinauf, Patrioten, zum Schloss, hochflattern die deutschen Farben. Es keimet die Saat und die Hoffnung ist groß, schon binden im Geiste wir Garben. Es reifet die Ehre mit goldenem Rand und die goldene Ernt ist das Vaterland. In Neustadt 1832 war ein Kontingent polnischer Freiheitskämpfer dabei, die im Novemberaufstand 32 auf 33 leider geschlagen wurden und dann vor der Macht des Zaren weichen mussten. Die wurden begeistert empfangen auf dem Hambacher Schloss und deswegen weht dort bis heute auch die polnische Fahne. Wir sahen die Polen, sie zogen aus, als der Schicksalswürfel gefallen. Sie ließen die Heimat, ihr Vaterhaus, in des Tyrannen Räuberkrallen. Vor des Zaren finsteren Angesicht beugt der freiheitsliebende Pole sich nicht. Auch wir Patrioten, wir ziehen aus in festgeschlossenen Reihen. Wir wollen uns gründen, ein Vaterhaus, und wollen der Freiheit es weihen. Denn vor der Tyrannen Angesicht beugt der freiheitsliebende Deutsche sich nicht. Es geht noch weiter. Die Männer strömen aus jeglichem Gau, nur Brüder umfassen die Gauen. So legen die Hand an den Wunderbau, ein Deutschland, das gilt es zu bauen. Oh, deutsche Männer und Frauen, da sind wir dabei. Wir erheben ein Deutschland stolz und frei. Dr. Siebenpfeifer hat in seiner Rede übrigens explizit auf die deutschen Frauen und Jungfrauen Bezug genommen, die nicht mehr dienstpflichtige Magd des herrschenden Mannes sind, sondern freie Gefährtinnen des freien Bürgers. Enger Meinungskorridor, das hat Frank Walter Steinmeier schon gesagt, also quasi fast zensurähnliche Zustände teilweise. Und das andere ist ein selbstreferenzielles politisches System, das ziemlich abgehoben ist, in dem eben Funktionäre vor allem die Herrschaft haben und die Demokratie doch behindert ist und eingeschränkt ist. Letzte Frage, jetzt wird Ihnen ja vorgeworfen, auch von den Gegendemonstranten des Hambacher Fest zu wissen. Ich sage den Gegendemonstranten, wir sind Hambach, denn schaut euch die Reden an von Dr. Siebenpfeifer, von den Initiatoren. Da sind wir in der besten Tradition. Ich glaube eher, dass der Mainstream das Fest umgedeutet hat. Dankeschön.
Hammer. Precies, ja, dit later. Ik vind het goed om nog heel even te wachten. Dit is echt. Was ist euer Vereinsatz? Nur ein Zufall. So was nicht. Hey, Finger weg. Na ja, wenn das Ding rein will. Gut, ey. Was? Das ist gut, oder was? Oh, ich glaube, ein ganz gut bleiben. Cool, oder? Hey! Hey! Grüß euch! Extra! Ey, mein Schlauch ist kaputt. Raus, Frieden und weiter. Raus, ganz weiter, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir bleiben hier drin, dann mein Grundstück endet hier. Und hier bleibe ich. Ja. Den Ausfall finde ich gerne. Das ist ja voll erwischt, ne? Ja, ja. Wir wollen diese Fakten. Wenn ausgebaggert wird oder gewinnt wird. So, haben recht. Recht haben sie. Und aus dem Grund, Leute, lasst euch nicht provozieren, das ist Absicht. Seid so gut. Thank you.
Thank you.